Was mich erwartet, nicht wahr, Cora? Ich habe so Angst vor dem, was die dir antun. Wenn ich nur wüsste, was ich für dich tun kann. Sie sollten nicht so oft hier sein. Die machen sich eine Menge Mühe mit untauglichem Material. Hier, da ist eine lohnenswertere Aufgabe für Sie. Ja, 3,7%. Ja, machen Sie es so. Herr Tomak, ich darf Sie bitten, auf dieser Station kein Handy zu benutzen. Wie bitte? Es beeinflusst unsere technischen Geräte. Sie sind hochsensibel. Ach, noch eine Schikane, Herr Oberarzt. Sie sollten wissen, dass es auch die Geräte betrifft, die Sie für Ihre Tochter haben installieren lassen. Im Übrigen ist das ein Krankenhaus und kein Börsenplatz. Dieser Geschäftemacher Tumak geht auf der Station ein und aus. Das bringt Unruhe, Unfrieden. Meinen Sie, mir gefällt der Mann? Sie wissen ja, warum er hier ist. Haben Sie auch ein schlechtes Gewissen, ja? Ich kann Sie beruhigen. Ich wünschte, ich könnte alles rückgängig machen. Was sehen Sie mich so an? Ich stehe manchmal vorm Spiegel und sage zu mir selbst, das ist der Mann, der Schicksal spielt. Sieh ihn dir genau an. Was maßt er sich eigentlich an? Aber das Gesicht im Spiegel ist genauso ratlos wie ich. Und Sie? Mich bedrückt, dass wir uns so viele Gedanken um die tote Mutter machen. Leben spielen, wo kein Leben mehr ist. Machen wir uns auch so viele Gedanken um die Zukunft des Kindes? Alles, was wir für Sie tun, tun wir für Ihr Kind. Aber was geschieht mit ihm nach der Geburt? Wer wird sich darum kümmern? Der schwache Vater? Der egoistische, übermächtige Großvater? Die labile Freundin der Mutter? Ich weiß es nicht. Man kann aus einer biologischen Frage keine ethische Frage machen. Es ist das Denken, was uns von anderen biologischen Wesen unterscheidet, Herr Professor. Aber was nützt es uns, wenn wir damit nicht umgehen können? Herr Martin, ich weiß, was Sie fühlen. Aber verstehen Sie auch die andere Seite? Grüßen Sie Carina. Ja. Für einen Liebhaber. Verpfusche nie das Make-up einer schönen Frau in der Öffentlichkeit. Schuft. Der Kerl hat noch nicht mal gemerkt, dass ich kein Make-up aufgelegt habe. Ich brauche keins. Nein? Ach, du. Halt, hier geblieben! Weißt du, dass ich glücklich bin? Glücklich, glücklich, glücklich! Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Vielleicht sollte man die Zeit anhalten. Dass alles so bleibt, wie es ist. Glücklich? Ja. Sehr glücklich. Die haben schlechtes Wetter vorausgesagt. Sehr schlechtes Wetter. Ganz, ganz, ganz schlechtes Wetter. Ach, Nettchen, mein Annettchen, mach's doch nicht so schwer, ha? Trotzdem, schön, wenn er niemand mag. Das habe ich nicht gesagt. Die Rede war nur vom schlechten Wetter. Manchmal gibt's auch schon Schneestürme. Gerade jetzt, wo ich jemanden brauchen könnte.
Ach, Liebling, schau. Die größeren Strecken des Lebens muss man doch eher alleine gehen. Ah? Und wie es ausschaut, ist das so eine Etappe. Aber wart's ab. Irgendwann treffen wir uns wieder. Ah? Auf der Straße, in der Kneipe, was weiß ich wo. Versprochen. Wenn du denkst, dass ich zu dir unter deine Brücke komme, nee. Da sitze ich lieber in meiner Bruchbude. Aber die interessiert dich ja nicht. Tja, vielleicht ändere ich ja meine Meinung. Und Zitterspielen würdest du mir auch noch beibringen. Ich habe dich überall gesucht. Ich wollte allein mit dir reden. Noch einmal? Ja. Ich weiß, wir haben nie gut zueinander gestanden. Und vielleicht habe ich dir auch manchmal Unrecht getan. Aber ich wollte nicht, dass Cora mir entgleitet und du hast nicht immer den besten Einfluss auf sie ausgeübt. Wieder mal wegen der Drogen, ja? Ich kann das nun mal nicht vergessen. Das war ein einziges Mal. Ein Ausrutscher. Es gab keine Wiederholung. Ich habe dir Cora nicht weggenommen. In der nächsten Zeit werden hier eine Menge Presseleute auftauchen. Es wird viel Wirbel geben. Ich möchte nichts von Cora lesen, was ihr Andenken beschmutzt. Kannst du sowas auch nur denken? Entschuldige. Ihr wart so eng miteinander befreundet. Annette, ich weiß nicht, ich habe niemand, mit dem ich über das alles reden kann. Gisela begreift das nicht. Das Kind wird keine Mutter haben. Gut, schön, ich bin da. Gisela, sein Vater. Aber keine Mutter. Max. Bitte, bitte, sag jetzt nichts. Weißt du, was du da verlangst? Weißt du, dass das eine große Chance für dich wäre? Es war zu viel. Und sowas nennt sich Arzt. Herr Ober, zwei Enzian, bitte. Jawohl, bitte. Was ist? Ach, nichts. Ein Bekannter? Einer aus Mamas Bridge Club. Eine fürchterliche Person. Morgen wird es halt München wissen, dass wir hier gegessen haben. Und, stört dich das? Wie kommst du darauf? Nein, es macht mir Spaß. Sollen sie es wissen. Sollen sie es alle wissen. Und wenn du Glück hast, kommst du durch mich in die Klatschspalte. Verzeih. So habe ich es nicht gemeint. Es war dumm von mir. Entschuldige, Markus. Warum entschuldigst du dich? Es ist die Wahrheit. Man muss dazugehören, sagt Fockenberg. Nein. Ich will dich so, wie du bist, Markus. Das steht morgen aber auch in der Spalte. Na und? Du darfst jetzt nicht ungeduldig werden, Cora. Das dauert nicht mehr lange. Da müssen wir auch Abschied nehmen. Ich habe den Andreas angerufen. Hat dich sehr geliebt. Hat immer nur dich gesehen. Annette? Sie sind immer noch wach. Wann werden Sie es tun? Der Termin ist nächste Woche. Und? Ist das Fernsehen auch dabei? Machen wir eine Live-Übertragung? Entschuldigen Sie. Mika ist auch gegangen. Es war ein bisschen viel heute alles. Ich habe irgendwie keinen Mumm mehr. Ich war noch mal bei ihr. Ich hätte das Kind gern selbst gehabt.
Bin ich jetzt schuldig? Quatsch, überhaupt nicht. Was soll man machen, wenn man es doch so fühlt? Herr Dr. Mettin? Ja? Ich möchte dabei sein, wenn es soweit ist. Sie meinen doch nicht etwa, wenn sie zum zweiten Mal stirbt. Jeder, der einen anderen mag, hat das Recht, die letzten Minuten mit ihm zu teilen. Und vielleicht werde ich mich auch um das Kind kümmern. Halten Sie mich ruhig für verrückt. Aber ich weiß, dass sie das von mir erwartet. Ich weiß das. Sehen Sie, jetzt habe ich Ihnen den schönen Abend völlig vermiest. Nein, das haben Sie wirklich nicht. Überhaupt nicht. Überfallen worden. Sie ist verletzt. Sie muss sofort in ein Krankenhaus. Hat der sie zugerichtet? Ja. Er war der Schlimmste. Das Mädchen steht unter Schock. Sie halten ihren Mund, verstanden? Ja, Schluss jetzt mit der Knipserei. Du hast deine Schlagzeilen und jetzt lasst uns in Ruhe. Bringst das Mädchen ins nächste Krankenhaus, aber schnell, ganz schnell. Seien Sie vorsichtig. Sie hat eine Verletzung über der rechten Brust. Wahrscheinlich auch Verletzung im Unterleib. Kann sein, dass sie operiert werden muss. Am besten, Sie bringen sie ins Jeremias-Krankenhaus. Dort kann ich mich um sie kümmern. Ich bin Frauenarzt. Ja, Frauenarzt, sind Sie auch noch. Ja? Sieht ganz so aus, als ob Sie sich schon genug um Sie gekümmert hätten. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Zufällig? Wie ein Doktor sehen Sie aber nicht aus. Ich bin Oberarzt im Jeremias. Mein Name ist Mertin. Was wird ein Nachspiel für Sie haben, Herr? Borgmeusel. Polizeimeister Borgmeusel. An Ihrer Stelle darf ich mich erst mal ausweisen. Ich habe meine Jacke geklaut. Hier ist sie. Und das war in der Tasche. Da schau her. Interessante Jacke. Interessanter Inhalt. Schöner Stoff. Das ist nicht meine. Sie gehört wahrscheinlich einem der Täter. Abfern, ihr Mann, aber schnell, ganz schnell. Doktor. Frauendoktor. Da legst du nieder. Auf was für Ideen die Kerle heutzutage kommen. Schwester Wilma, benachrichtigen Sie den Oberarzt. Habe ich versucht, kein Erfolg. Auch nicht unter der anderen Adresse? Auch nicht. Übrigens vom Polizeirevier haben Sie angerufen, da soll jemand identifiziert werden. Ich habe nicht verstanden, worum es geht. Wilma, rufen Sie den Kollegen Rossack von der 14 zum OP. Ja, und der Professor? Nein, nein, lassen Sie den bloß schlafen. Aha, ja, vielen Dank. Wiederhören. Ja, man scheint in Ihrem Krankenhaus wenig Wert auf Sie zu legen, Herr Doktor. Entschuldigung, Herr Oberarzt. Da ist keiner, der Sie identifizieren möchte. Haben Sie sich nach Dr. Dignitz erkundigt? Er hat Nachtdienst. Wissen Sie was? Ich habe eine viel bessere Idee. Sie bleiben bei uns da, bis alles aufgeklärt ist. Das geht schnell, ganz schnell. Ich meine, bis Sie zugeben, was Sie zugeben sollten. Herr Bauchmeusel. Ich kann es nicht länger für mich behalten. Sie sind ein Idiot. Was? Was sagen Sie da? Idiot. Alle haben es gehört. Ihr habt es gehört. Ihr seid meine Zeugen.
Das ist Beamtenbeleidigung. Das kommt noch dazu. Zu all dem Schweinskram kommt das noch dazu. Gibt's Probleme, Obermeister Borgmeusel? Kein Problem, Herr Hauptkommissar. Ich hab alles im Griff. Es geht schnell, ganz schnell, wie immer. Das ist der Mann. Ihr Name? Dr. Markus Mertin. Er kann sich nicht ausweisen, keine Papiere. Niemand kann ihn identifizieren. Sie wissen, was das bedeutet? Ja. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung und Nötigung. Ein Disziplinarverfahren und noch einiges mehr. Kommen Sie mit. Ein Kaffee? Ja, danke. Also offen gestanden schauen Sie mir nicht aus wie einer, der nachts im Park kleine Mädchen überfällt. Also, wer hat sie so zugerichtet? Das Mädchen? 5 große böse Mädchen. Einer hatte eine Tätowierung am Unterarm. Und einen nannten sie Bronco. Mhm. Ja, dummerweise ist da noch der Stoff. 12 solide Päckchen. Ja, das ist keine Bagatelle mehr. Die Kollegen vom Rauschgiftdezernat sind schon ganz wild drauf, sie kennenzulernen. Aber ich nicht. Das verstehe ich. Gibt's denn wirklich niemanden, der bezeugen kann, dass Sie Sie sind? Ich bin noch nicht lange in der Stadt. Im Krankenhaus kann momentan keine Auskunft geben. Wahrscheinlich operieren Sie gerade das Mädchen. Ja, es ist einfach so, dass ich Ihnen gerne die Unannehmlichkeiten einer Nacht hier bei uns ersparen würde. Vorausgesetzt, es ist so, wie Sie sagen. Probieren Sie es doch mal unter dieser Nummer hier. Ist das Ihr Ernst? Das ist die einzige Möglichkeit. Ich bitte also um Diskretion. Markus? Entschuldigen Sie, Carina Vandré. Wie bitte? Was habe ich mit der Polizei? Sagen Sie, was erlauben Sie sich eigentlich? Denken Sie, ich falle auf Ihre blöden Mätzchen herein? Tja, das ist anscheinend nicht Ihr Tag. Sie hat aufgelegt. Darf ich mal? Ja, Carina, ich bin's. Also pass auf, ich bin hier in einem Polizeirevier. Die halten mich für einen Mädchenschänder oder einen Dealer oder sonst irgendwas. Hör auf zu lachen! Das ist mein Ernst. Könntest du bestätigen, dass ich bin, beziehungsweise dass du mich kennst? Eigentlich wollte ich kein Wort mehr mit dir sprechen, aber dass du bist, kann ich bestätigen. Herr Kriminalist, hören Sie mit? Ja. Sie haben den Falschen. Zum Mädchenschänder hat er kein Talent. Sagen Sie dem Unglücksreiben, dass ich ihn abhole. Nicht nötig. Ich nehme ein Taxi. Sie haben recht. Es ist nicht mein Tag. Sie hat aufgelegt. Tja, es bleibt mir nichts anderes über, als Ihnen unser Bedauern auszudrücken, Herr Doktor. Unsere Beamten tun ihren Dienst teilweise rund um die Uhr. Und da kann schon mal passieren, dass... Kann ich jetzt gehen? Nein. Nein? Nein, Sie warten, bis Frau... Jetzt habe ich doch gerade den Namen schon wieder vergessen. Na, Sie werden doch nicht so unhöflich sein, wenn Sie schon abgeholt werden. Es tut mir ehrlich leid. Morgen, Meuseland. Ich fürchte, Sie werden sich jetzt in aller Form beim Herrn Dr. Mertin entschuldigen. Herr Hauptkommissar. Borg Meusel. Da, das ist er. Ein Teufel ist das. Haltet den fest, der ist gemeingefährlich. Der war's. Der hat mir in die Eier getreten. Aber wie? Mir ist jetzt noch schlecht. Gehört der dazu? Das Kappmesser. Ja. Und zwar der Anführer, glaube ich. Ich verstehe überhaupt nicht, was der redet. Bin im Park spazieren gegangen. Bisschen frische Luft schnappen, ist ja wohl nur erlaubt. Und da kommt der und haut mir in die... Ja, wir wissen ja nun, wohin. Es sind schließlich Damen im Raum. Nehmt's mit. Er war's. Er war's. Hey, Blondie, bist du noch frei, ja? Da kannst du auch noch, ja? Bis später!
kleine schicke Tussi. Carina. Gehen wir? Tut mir leid. Du hättest mich wirklich nicht abholen müssen. Komm. Schönen Abend noch, Herr Duckmaus. Duckmaus. Morgen, Mäusler. Und verzeihen Sie, Herr Doktor, ich meine, Herr Oberarzt, es war nur ein Versehen in Ausübung von Dienstobliegenheiten. Ich muss verrückt gewesen sein, dich von dort abzuholen. Ich wollte es nicht. Kapierst du denn nicht? Ich liebe dich. Macht man den größten Scheiß. Ich habe jetzt richtig Angst um dich. Wie viele waren es? 5 Kerle? Und du hast sie alle? Ach was, sind ja gleich weggelaufen. Tut weh was. Bleib so schlimm. Danke fürs Chef. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Sie die zu identifizierende Person waren, Herr Oberarzt. Ich hoffe, Sie hatten deswegen keine Unannehmlichkeiten. Sie können nichts dafür, Schwester Wilma. Und das Mädchen? War nicht so schlimm, wie es anfangs aussah. Prellungen, Risswunden, eine kleine Naht an der Vagina rechts. Aber das Schlimmste ist ihr erspart geblieben. Keine Vergewaltigung. Ich denke, das hat sie Ihnen zu verdanken. Kathi, Besuch für Sie. Lassen Sie ihn nicht herein, er soll mich nicht anfassen. Warum ist er hier? Kathi, es ist doch alles in Ordnung. Das ist unser Oberarzt, der hat Sie gerettet. Das stimmt nicht, er hat mir den Pulli aufgerissen. Kathi, jetzt reicht's. Nur guck ihn dir doch an, wie ramponiert er aussieht. Und warum? Weil er mit den Kerlen gekämpft hat, die dir an die Wäsche wollten. Undankbar bist du. Sie kennen ihn? Na klar doch. Das ist unser Chef. Der Chef? Wieso denn der Chef? Oh. Hab ich wohl einen Riesenblödsinn gemacht. Es war dunkel, Kathi. Da kann man Gesichter nicht unterscheiden. Das kann niemand, nicht mal die Polizei. Ja, aber ich habe schon der Polizei gesagt, dass Sie derjenige waren, der... Vergessen Sie es. Ist mir so peinlich. Tut es sehr weh? Schwamm drüber. Hauptsache, Ihnen ist nicht mehr passiert. So, und jetzt schlafen Sie. Sie können das Licht brennen lassen. Und wenn Sie Angst haben, ist alles nur ein Albtraum. Aufwachen und wegscheuchen. Alles klar? Okay. Dann bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Fünf Leute! Und die haben Sie alle? Also ehrlich gesagt, ein bisschen haben die mich auch. Aber immerhin, also 5 so Kerle. Dafür haben Sie jetzt ein bisschen mehr Respekt von mir. Stimmt? Na gut, beieinander sind Sie ja. Das sagen alle hier. Ach, Frau Ruckhaberle. Na ja, was soll die Leute so reden? Und Sie? Ja, ich? Ich doch nicht. Ich bin ja bloß Ihre Wirtin. Ja? Also, wie können Sie nur so etwas sagen? Sie sind die beste Wirtin auf der Welt. Und attraktiv sind Sie auch noch. Ah ja? Das wissen Sie doch. Ja, woher soll ich das wissen? Das sagt ja mir keiner mehr. Ich kann das auch öfters sagen. Ich meine es ehrlich. Ja, und warum haben Sie mich dann nicht angerufen, wie Sie da bei der Polizei in Kalamitäten gesteckt sind? Ich hätte Sie schneller rausgeholt als manche andere. Ja, warum nicht? Sie werden es nicht glauben, ich habe es einfach vergessen in der Aufregung. Ja, nicht dran gedacht. Da bitte. Da sieht man doch, welchen Stellenwert ich wirklich für Sie habe. Aber Frau Ruckhaberle. Nix da. So seid ihr Männer. Schöne Sprüche machen und nichts dahinter. Hm. Guter Tee. Dreck. Reinste Dreck. Sie schieben es meinem Oberarzt in die Schuhe und meinen in die Klinik. Und natürlich mich.
Schlimm ist das, Herr Professor. Und infam. Aber ist noch nicht alles. Unten sitzt schon wieder so eine Reporterin. Journalistin. Rausschmeißen. Sie will mit Ihnen reden. Rausschmeißen, sage ich. Gut. Ist mir auch lieber. Oberschwester, warten Sie mal. Schicken Sie diese Schmierantin rauf. Die mache ich fertig. Ist mir noch lieber. Herr Rottmann, welche undisziplinierte Laus ist Ihnen diesmal über die Leber gelaufen? Mir ist nicht nach Spaß zumute, Herr Oberarzt. Wie Sie das so hinnehmen können? Ich? Was denn? Es zeigt mal wieder die ständige Verwilderung der Sitten. Jawohl. Ach. Was denn? Und Sie lächeln noch. Vielleicht weiß er es ja noch gar nicht. Vielleicht hat jemand mal die Güte, mich aufzuklären. Wirklich keine Zeitung gelesen? Nein. Da, mit Bild. Na ja, ich bin nicht gut getroffen. Das ist das Einzige, was mich ärgert. War er der Teufel? So was kann man doch nicht ernst nehmen. Die Leser sind unsere Patienten. Ich würde das nicht so leicht nehmen, Herr Martin. Martin. Verdammt noch mal, wir sollten endlich mal diese Förmlichkeiten abschaffen. Du, okay? Ausnahmsweise ohne Kuss. Okay. Ich verstehe Sie nicht. Ich meine, du nimmst das wirklich zu leicht. Das ist eine Katastrophe. Katja, die Leute wissen doch, was sie von solchen Zeitungen zu halten haben. Sie sind doch nicht bescheuert. Sie glauben, oh Mist. Weißt du, wie schwer das ist, jemanden zu duzen? Danke, Katja. Ich habe den Artikel nicht verfasst, Herr Professor. Man hat mich erst heute Morgen auf den Fall angesetzt. Den Fall? Angesetzt? Wollen Sie meine Mitarbeiter noch weiter kriminalisieren? Meist stellt sich die Wahrheit erst spät heraus. Die Presse indes hat die Pflicht, schnell zu sein. Informativ. Und mitunter auch provokativ. Naja, ich verstehe. Informativ heißt eher abschneiden, provokativ Rufmord. Ich werde mit Ihrem Oberarzt sprechen und die Angelegenheit in Ordnung bringen. Er wird Sie die Treppe hinunterwerfen. Aber nicht doch. Er ist ein Held. Wir werden aus diesem kleinen Missverständnis eine Story bauen, die Mut machen wird. Ein wunderschönes Beispiel gegen die um sich greifende, herzlose Gleichgültigkeit. Gegen das Wegschauen. Sie sind skrupelloser, als ich dachte. Ich mache meinen Job, wie Sie den Ihren. Ich kann nicht sagen, dass es mich gefreut hat. Guten Tag. Gewöhnlich schätzt man den Einfluss unserer Zeitung. Dort ist die Tür. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Guten Tag. Weißt du, dass ich dir dein Sandwich weggefressen habe, als ich zum ersten Mal hier war? Ach so, wir sind ja wieder per Sie. Aber das, was ich jetzt sagen will, kann ich bloß mit du. Dann sag's, Honey. Charlie, zwei Kaffee, bitte. Oh, guten Tag, liebe Frau. Kommt sofort, Herr Oberarzt. Ja, ich bin hier, weil ich dachte, dass du ein bisschen Mut brauchen könntest. Ich weiß, wie einem zumute ist, wenn alle auf einem rumtrampeln. Wir auf dem Strich haben dickes Fell. Na, anders würden wir es gar nicht durchstehen. Aber einer wie du, euch trifft doch sowas volle Breitseite. Schön, dass du gekommen bist, Honey. Sind wir Freunde, Doc? Wenn wir es bisher noch nicht waren, jetzt sind wir es. Gut, dann gehen wir jetzt nach unten. Ich habe zwar nichts, aber du untersuchst mich. Wir gehen ganz langsam den Gang entlang, damit uns jeder sehen kann. Damit jeder weiß, dass es welche gibt, die sich einen Scheiß um den Scheiß kümmern. Was bin ich schuldig? Du bist so ein Süßer, Charlie. Charlie. 8,70. Dr. Martin, vermute ich. Richtig. Bekannt von Foto und Schlagzeile. Honey? Na, das ist ja interessant. Wer hätte das gedacht? Darf ich erfahren, um was es geht? Diese schöne Frau ist vom Blitzkurier, Herr Doktor. Sie hat sich bei uns mit ihren Artikeln sehr beliebt gemacht. Sie schreibt so einfühlsam. Der Schmutz muss weg von der Straße und so, nicht wahr? Ich bin hier, um Dr. Martin zu interviewen. Dr. Martin hält sich sehr zurück, um seine gute Kinderstube nicht zu vergessen. Bravo, Doc. Gib's ihr. Ich biete Ihnen eine Gegendarstellung, Herr Doktor. Eine Korrektur sogar in der Größenordnung eines Dreispalters. Lassen Sie mich doch zufrieden mit Ihrem Geschwätz. Na, haben Sie nicht gehört? Wissen Sie, ich bin nicht nachtragend. Ich werde trotzdem einige Zeilen schreiben. Ein interessantes Krankenhaus, ich muss schon sagen. Kurz vor einem großen wissenschaftlichen Experiment, nicht wahr? Und mit interessantem Publikum. Wenn so einer auftaucht, baut er bloß Mist. Tut mir leid, Doc. Ich
habe ihm Bescheid gesagt, er wird gleich kommen. Okay. Ja, bitte. Den kann ich jetzt brauchen. Ich war gerade bei dem Mädel und habe sie vernommen. Das ist immer so schlimm, weil man das Ganze halt noch mal aufrühren muss. Und was geschieht jetzt mit den Kerlen? Bis jetzt haben wir nur einen. Und der streitet natürlich alles ab. Also wie gesagt, er kommt gleich. Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Grüß Gott. Das mit dem Schmierblatt tut mir leid. Ich habe schon einmal angeordnet, dass dieser Fotoreporter von polizeilichen Einsätzen ausgeschlossen wird. Aber Sie wissen ja, wie sowas funktioniert. Freiheit der Berichterstattung. Auf alle Fälle habe ich eine geharnischte Beschwerde loslassen. Danke. Ja, es geht jetzt um diesen Bronco. In Wirklichkeit heißt er ja Friedrich Schulze. Und er behauptet jetzt sogar, er hätte das Mädchen retten wollen. Naja, so vor unbekannt. Und Sie hätten ihn irrtümlich attackiert. Der Helfer praktisch den Helfer. Wie finden Sie das? Ich könnte mich totlachen. Wenn die Kleine ihn nicht wiedererkennt, dann kommt er frei. Sie ist die einzige Zeugin. Aber ich bin mir nicht sicher, dass sie eine Gegenüberstellung durchstehen würde. Ja, aber ich bin auch Zeuge. Aussage gegen Aussage. Aber ihr habt doch in seiner Jacke Rauschgift gefunden. Das wäre dann unsere letzte Möglichkeit. Wenn Sie es da nicht rein praktiziert haben. Ich? Sagt er. Also Sie sehen, er ist mit allen Wassern gewaschen. Können Sie nicht mit der Kathi reden? Ich will, dass dieses Schwein sitzt. Ich wollte Ihnen nur sagen, Herr Doktor, so ein Schmarrn. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Also, ich glaube kein Wort. Und wenn? Na, es ist Ihre Sache. Geben Sie mir doch bitte mal die Zeitung, Frau Hochgaberle. Nein. Bitte. Sparen Sie sich Ihre Nerven für was Wichtigeres. So, und jetzt mache ich Ihnen einen Tee. Danke. Guten Abend. Ist Dr. Mentin da? Ja. Carina. Markus, wir müssen miteinander reden. Ja, bitte. Und sag bloß nicht, dass du diese gottverdammte Abendausgabe nicht gelesen hast. Sie wissen alles. Oh ja, diesmal haben Sie genau recherchiert. Das muss man Ihnen wirklich lassen. Auch der Kuss am Schliersee, du hattest völlig recht. Außerdem, du prügelst dich zu deinen Klienten während Stadtstreicher, du deckst Taschendiebe und verkehrst mit Prostituierten. Ein bisschen viel für einen renommierten Arzt, nicht wahr? Und ich trinke. Außerdem, du weißt ja, was wirklich passiert ist. Ja, ich. Aber die anderen. Meine Freunde, die Freunde meiner Familie. Deine gute Gesellschaft ist mir wirklich egal. Aber ich gehöre nur mal dazu. Ich habe gedacht, auch du würdest dich eines Tages integrieren lassen. Stattdessen duzt du dich mit Hanni, genannt die Nudel. Steht alles da drin. Wer ist es eigentlich? Du hast es schon gesagt. Eine Hure. Eine sympathische Hure. Das Schlimme ist, dass du meine Familie mit hineingezogen hast. Nicht ich habe sie hineingezogen, sondern dieses verdammte Schmuddelblatt. Ja, und was nun? Ich weiß es nicht. Vorhin hat mein Bruder angerufen. Er war außer sich. Der Aufsichtsrat hat ihn um eine Stellungnahme gebeten. Und dann die anonymen Anrufe, die Blicke der Nachbarn. Wie konnte das nur passieren? Gibst du mir die Schuld? Nein, natürlich nicht. Naja, ein bisschen schon. Arme Carina. Du wolltest mich gesellschaftsfähig machen. Tja, und dann das. Man darf alles tun, man darf sich nur nicht dabei erwischen lassen. Das sind die Regeln. Tut mir leid. Ich glaube, es wird Zeit für mich. Ein Arzt hat keine Freizeit, ich weiß. Ich fahre dich in die Klinik, einverstanden? Und wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es nicht.
Martin! Martin! Ja, hier bin ich. Hör mal, mein lieber Doktor. Ich habe die Abendausgaben gelesen und eine Menge meiner Freundinnen auch. Und ich habe denen gesagt, was für eine miese, gequirlte Scheiße das ist und dass ich was unternehmen werde. Diese kleine Nutte, von der in der Zeitung steht, die hat wenigstens Courage bewiesen. Ha? Hab ich eh weniger Mut als Honey? Doktor? Ich wünsche auf der Stelle eine eingehende Untersuchung meines unteren Innenlebens. Und ich möchte, dass alle hier das hören. Thekla von Platen hält zu ihrem Doktor. Was für ein Zufall. Die Presse ist auch anwesend. Kommen Sie bitte mit rein. Na, wie war ich? Bühnenreif, eindrucksvoll. Ich bin gerührt. Oh, das will ich hoffen. Ja, ja, mein Bester, so macht man das. Der Reporter wird seine Sache gut machen. Ich liebe große Auftritte. Ich hasse es, durch die Zeitung gezerrt zu werden. Ach, was? Es erhöht Ihren Bekanntheitsgrad. Was macht übrigens die Übernahme von Schmidts Praxis? Schmidt ist wieder in Amerika. Vielleicht danach. Wieder so eine Ausrede. Kommen Sie heute Abend vorbei? Nein, ich glaube nicht. Mhm. Also doch. Sie müssen wissen, meine Tochter liebt das Bequeme. Unvorhergesehenes macht sie hilflos und rabiat zugleich. Ach, ja, ich habe mich verplaudert. Ich muss zum Friseur, pardon, zum Coiffeur. Tschüss, Martin, und Gott befohlen. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen. Sind Sie bereit? Geht es Ihnen nicht gut? Doch, doch. Machen wir uns fertig. Etwas Zeit bleibt noch. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Angst ich vor diesem Moment hatte. Wie sind die Werte des Kindes? Nichts Außergewöhnliches. Was wird er empfinden, wenn er eines Tages erfährt, unter welchen Umständen er geboren wurde? Wie erträgt man das? Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Ich weiß. Ich habe es ja so gewollt. Oh mein Gott, warum habe ich es bloß getan? Wenn wir die Frau nicht an die Geräte angeschlossen hätten, wäre das Kind längst tot. So retten wir wenigstens ein Leben. Ja, das habe ich mir alles selbst gesagt. 100 Mal in den letzten Wochen. Hat mich auch nicht ruhiger gemacht. Was zum Teufel treiben Sie hier? Herr Professor, ich bin der Kameramann. Es wurde doch vereinbart, dass jede Phase der Operation aufgezeichnet wird. Ja, ja, schon gut. Machen Sie ruhig weiter. Merken Sie nicht, dass Sie stören! Wie soll man sich denn da konzentrieren? Bitte gehen Sie! Entschuldigung, ich... Ich werde nicht mit Ihnen diskutieren! Herr Professor, ich schaffe das auch alleine. Nein, nein. Es tut mir leid. Ich hatte mich nicht in der Gewalt. Es hat sich in der letzten Zeit zu viel angestaut. Martin, ich verlasse mich auf Sie. Ich weiß, ich habe es angerichtet, aber ich muss mich jetzt auf Sie verlassen können. Gut, dann lassen Sie uns anfangen. Das dauert und dauert. Mein Gott, wie lange denn noch? Sie haben das Kind vorher noch mal untersucht. Es ist gesund, es ist kräftig. Du wirst es gleich in deinen Armen halten. Ja, und wenn er... Nein! So, hier auseinanderziehen. Vorsichtig, mehr rechts, noch mehr. Ja, das reicht. Super. Mein Gott, dieser Körper ist warm. Dieser Körper blutet. Er lebt. Es
ist schon vor Wochen gestorben. Hören Sie auf, verdammt nochmal. Soll ich jetzt übernehmen? Nein, es ist gleich soweit. Frequenz? Wie gehabt, gleich bleibt. Ja, die Maschine arbeitet zuverlässig. So, jetzt habe ich ihn. Da ist es. Haben Sie die Nadel? Jo, jetzt hast du es geschafft. Blutdruck konstant, Frequenz konstant. Was messen Sie denn da? Sie testen nur Ihre Geräte. Der Tod hat keinen Blutdruck. Katja. Erik Müller, das ist ein gesundes Baby. Herr Tumak, Sie sind Großvater geworden. Ja, was ist? Will es keiner haben? Herr Martin. Warum sehen Sie sich denn nicht wenigstens genau an? Geben Sie es mir. Es kommt aus einer anderen Welt. Aus der Welt des Endgültigen. Es weiß mehr über das Jenseits als wir. Sind Sie in Ordnung? Ich weiß es nicht. Sie haben den Tod beklaut. Dafür hat er jetzt die Mutter. Sehen Sie es mal so. Was geschieht oben? Na, was schon. Wir schalten ab. Dr. Martin. Sie waren sehr tapfer. Nicht ganz. Aber es ist nun ein wenig leichter, verstehen Sie? Ich habe Andreas angerufen. Sonst hätte es ja niemand getan. Das war das Letzte, was wir für Sie tun konnten. Ein bisschen Liebe zum Abschied. Und das Baby? Ich habe es Ihnen gesagt. Ich werde mich kümmern. Zwei Schwache ergeben fast einen Starken. Wie bitte? Vergessen Sie es. Martin. Herr Doktor, die gnädige Frau, sie hat sich bereits hingelegt. Sie fühlt sich nicht. Kann ich was ausrichten? Ausrichten? Vergessen Sie einfach, dass ich da war. Thank you.